Jo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stimmi und heute gibt's wieder ein FIFA Ultimate Video. Und zwar hole ich mir heute meine Division Rivals Belohnungen ab. Und ich habe hier noch 7 weitere Packs von SBCs und so. Ja, aber erst gehen wir uns mal die Belohnung abholen. Dann gehen wir mal hier rein. Hier. Und Boni verfügbar. Die Wochenwettkampf-Boni sind jetzt verfügbar. Jawohl. Und da holen wir das mal. Hier Option 1. Prime gemischte Spieler. Dann Prime gemischte Spieler Set. Oder 13.500 Münzen. Also ich möchte lieber untauschbar. Hier. Also ich würde es gerne mal probieren hier. Wenn nicht, dreh ich mir selbst in den Arsch. So, bestätigen. So, hier sieht er noch meinen Rang, wo ich abgeschlossen hatte. So. Ja, und 3.500 Münzen natürlich noch. So, jetzt habe ich 20.000 Münzen und ich zeige jetzt euch erstmal mein Team. Hat sich auch ein bisschen was verändert und zwar auf der rechten Verteidigerposition habe ich jetzt hier Babu von Wolfsburg geholt, weil der etwas schneller ist wie Pavard. Dann habe ich hier noch Zakaria anstatt Serda von Schalke. Und dann habe ich hier noch Rashica. Ja, irgendwie so. Habe ich auch geholt anstatt Müller. Müller habe ich verkauft, weil, ja, weil ich mit dem hier wahrscheinlich ein bisschen besser klarkomme. Sonst hat sich hier nichts verändert. In der letzten Folge am Dienstag habe ich ja hier Kimmich noch dazu bekommen. Ja, also hier hätte ich gerne natürlich noch Davies. Vielleicht auch noch Sané für hier. Hier vielleicht noch Sancho als Ersatz oder vielleicht sogar, wenn er noch besser ist, für als Stammkraft. Hier würde ich gerne Neuer haben. Alaba weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob der besser ist wie hier der. Oder ich suche mal noch einen anderen. Ja. Letztes Mal habe ich hier den gezogen, aber das wisst ihr ja schon alles. Als Manager habe ich jetzt hier José Mourinho oder José. Ja. So, dann gehen wir mal die Packs öffnen. Wir haben jetzt hier 8 Packs. Und dann bin ich mal gespannt. Ich habe, glaube ich, 3... 1, 2, 3... 2 seltene Goldspieler-Packs. Die waren aus dem Gold-Upgrade. Dann habe ich noch 2 SBCs gemacht. Ja. Und dann schauen wir mal... was machen wir als erstes auf? Hier sind die 2 seltenen Goldspieler-Packs. 1, 2 und 3. Los geht's. Drückt mir mal die Daumen, dass ich mal was ziehe. In den 8 Packs hier. So, Nummer 1. Hier ist schon mal kein Walkout. So, hier haben wir ZOM Kruse von Union. Naja. Aber was soll man auch? Hier haben wir noch Watkins. Naja. Hätte können besser sein. So, dann gehen wir mal das nächste. Auch wieder ein 2 seltenes Goldspieler-Pack. Na gut, da kann man glaube ich eh keinen Walkout ziehen. So viel wie ich weiß. Ich weiß. Wenn ihr was Besseres wisst, könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Hier Inks. Und wen haben wir hier noch? Junior. Naja. So, dann haben wir noch 1 hier. Schauen wir mal. Und wir haben hier... Player. Okay. Naja. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber egal, dann haben wir hier noch Gomis. Ja. Schauen wir mal. So, dann gehen wir mal als nächstes
Was haben wir denn hier noch? Dann öffnen wir das mal. So. Und wir haben hier drin. Oh. Oh. Wen haben wir denn hier? Nichts Berauschendes. Okay. Ja. Hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das ist, ja. Conmebol Liberatoris. Wer braucht die? Wie oft zieht man diese Karten? So, als nächstes öffnen wir hier Goldspieler-Pack. Mal schauen. Und wir haben hier... Da kann auch nichts dabei rumkommen. Henderson. Joa. Also ich ziehe fast nur Engländer. Obwohl ich ein deutsches Team habe. Naja. Hier ist schon wieder so einer. Aber ja. Diawara, ja. Coffee. Hm. Alles Karten für SBCs oder so. So, als nächstes haben wir hier das seltene Goldspieler Set Klein. Na, schauen wir mal hier rein. Und wir haben hier. Oh, geht durch. Menü. Thunderback, 83 Thunderback. Hm, okay. Da flippe ich jetzt nicht so gerade aus. Oh, Javi Martinez. Ja, moin. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich als Bayern-Fan, da haben wir hier den noch. Mukiele. Dann hier Guaita. Van Arno. Oh Gott. Matthäus Pereira und hier. Klar habe ich ihn jetzt doppelt. Ist natürlich ganz mies. Oder warte, ich kann den doch irgendwie auf die Transferliste setzen. Vergleichen. Ja, ich hätte beinahe einen Fehler gemacht. So, hier wird 18.000. 19. 20. Ja. Ich glaube, ich setze den für 20 rein. Wenn ich jetzt wieder einen Fehler mache, Kolle, schreib es mal wieder in die Kommentare. Wie letztes. Letztes Mal habe ich auch Partey irgendwie verkauft und hätte können vielleicht sogar 300k damit verdienen. Ja. Was hatte ich jetzt? Jetzt habe ich es vergessen. 20.000 wollte ich machen, oder? Oh, was mache ich denn? Ja. Machen wir hier 19.5. Und hier machen wir 20.000. Ich hoffe, dass ich es diesmal richtig mache. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. So, jetzt gehen wir mal gucken, was wir hier noch haben. Martinez behalte ich. Komm, die behalte ich mal alle noch. So, dann gehen wir als nächstes Elektrum Spieler Pack. So, komm. Gönnt mal EA. Ah, wieder kein Dings. Ja, moin. Direkt bei ihr angehalten. Alvaro. Was sag ich mit sowas? Die sind gerade mal gut für irgendwie SBCs zu machen. Hier Sakko. Vielleicht sind ja manche noch was wert. Da muss man mal gucken. Aber darum kümmere ich mich jetzt nicht in dem Video. So, zack, weg mit dem Kram. Und das letzte Pack ist hier ein Prime gemischte Spielerset. Ne? Und los geht's. Komm, gönnt mal. Und natürlich. Oh, Brasilien. ZDV. Ach. Mensch, Meier. Diego Carlos. Ja. Mal gucken, ob der was wert ist. Vielleicht kriege ich ja da noch auch ein paar gute Münzen. Schauen wir mal gerade. Was? Als ob. Der ist so viel wert. Junge. 60.000. Ja.
Ich glaube, ich setze den mal für 62.000 rein oder so. Aber hier wird sogar 80.000, 100.000, 65.000. Ich denke mal, so um die 60.000 ist okay. Wenn nicht, schreib es mal wieder in die Kommentare. Oder ich mache es hier irgendwann. Ich mache hier 65.000 als Startpreis und hier machen wir 70.000. Und ja. Und schauen wir mal, ob ich einen Verkauf kriege. Oh ja, man mag Rocker. Noch ein Bayern-Spieler, eben Javi Martinez und jetzt hier Marc Rocha. 59 Pace, 62 Schuss, 77 Passen. Ja, naja. Geht so. Und hier haben wir Alvaro. Ist der irgendwas wert? Auf jeden Fall mal mehr wie 600. Wer stellt denn hier für Startpreis 350 rein? Ich denke mal so 3000 ist er vielleicht wert. So 3000, hier machen wir 2,5 und auf die Transferliste. So, ja, und den Rest machen wir in den Verein. So, und ja, das war's dann schon. Im Moment gibt es hier keine keine Bonus-Packs oder sowas. Außer hier diese Jumbo Premium Gold Pack und ja. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's für dieses Video. Am Dienstag müsste das nächste kommen. Da gibt es dann wieder die Squad Battles Belohnung. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.